Freunde, wir machen heute etwas ganz Besonderes, denn heute spielen wir Yu-Gi-Oh! Genauso wie früher. Das bedeutet einfach nur mit random Karten, die uns zur Verfügung stehen. Ich habe mir dafür den guten Liam rangeholt und wir werden uns heute im Battle Pack Modus Decks zusammen draften. Das bedeutet, man kriegt einen Kartenpool vorgeschlagen und muss sich dann daraus ein Deck zusammenbauen. Ihr könnt euch das eh nicht vorstellen, wie damals in der virtuellen Welt, als Yugi sein Deck zusammengebaut hat. Heute machen wir das Ganze mit dem Battle Pack Epic Dawn. Ein absolutes Nostalgie-Set aus meiner Kindheit bzw. Jugend. Ich liebe dieses Set. Ich hoffe, wir ziehen entweder Obelisk, den Reiniger, den einzigen ägyptischen Gott, der da drin ist, oder Tourguide, die damalige Chase-Karte aus dem Set. Wir spielen übrigens im Best of Three, das bedeutet, derjenige, der zuerst zwei Duelle gewonnen hat, gewinnt das ganze Ding. Schaut also auf jeden Fall auch bei Liam vorbei, wenn ihr sehen wollt, wer am Ende das ganze Ding gewonnen hat. Ich will euch auch gar nicht allzu sehr auf die Folter spannen, das Set ist von 2012. Generell werdet ihr sehr, sehr viele Karten von früher noch kennen. Ich würde also sagen, verschwenden wir keine Zeit, let's go, draften wir unser Deck zusammen. So, Freunde, ich würde sagen, es ist Zeit für den Draft. Ich habe das Ganze noch nie gemacht in Legacy of the Duelist, deshalb ich bin übertrieben gespannt, was jetzt passiert. Wir geben hier auf jeden Fall 2000 Punkte aus, haben wir, glaube ich, gerade ebenso über. Und gucken mal. So, wir haben jetzt hier 15 Karten zur Auswahl. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich nehme, also, warte mal. Also, auf jeden Fall Schnappstahl ins Deck. Verbotene Lanze klingt... Warte mal, was? Warte mal. Hey, was? Okay, ach so. Okay. Ich bekomme jedes Mal... Okay, ich bekomme jedes Mal neue Karten sofort, nachdem ich A gedrückt habe. Okay. Nicht mal bestätigen oder so. Okay. Ja, klar, kein Problem. So, wir haben jetzt Schnappstahl, verbotene Lanze. Raigeki safe. Ich würde sagen, Nummer 39 Utopia kann man auf jeden Fall nehmen. Hier ist schwierig tatsächlich. Grabwinder ist ganz gut, Goblinberg ist ganz gut, Dekoichi, DD-Angreifer nicht schlecht, Topf der Gegensätzlichkeit, vielleicht metallisch reflektiert. Ich habe bisher noch keine Monster. Und ich brauche ja Stufe 4 für Goblin, für Utopia. Und Goblinberg kann ja noch einen von der Hand beschwören, deshalb nehme ich den. Drillroid natürlich auf Akiza-Basis darf nicht fehlen, wobei Vorheiliges Begräbnis eigentlich ja schon die bessere Karte ist. Aber ja, zweimal den verrückten Hund, Raiko, Affenkämpfer. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, diese Karte hält 300 ATK. Falls diese Karte während deines Spielzugs nicht angreift, werden die durch diesen Effekt erhaltenen ATK während der Endphase des Spielzugs auf 0 zurückgesetzt. Okay, ja. Ist ja sogar dann besser als ein 1-9er Beatstick, ne? Deshalb würde ich dann tatsächlich den nehmen. Dekoichi. Drillroid. Okay, es werden mir immer wieder dieselben Karten quasi vorgeschlagen, aber in anderer Kombination. Rückstoßdrache, der kann von der Hand beschworen, solange die einzige Monster, die du kontrollierst, zwei Monster in Verteidigungsposition sind. Keine Spezialbeschwörung, kein Monster als Synchrobeschwörung, ja, aber wir machen ja eh keine Synchrobeschwörung. Falls keine Monster auf dem Spielfeld liegen, kannst du diese Karte, falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Monster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, Grabwinder ist auf jeden Fall eine gute Karte. Safe. Hat ja auch aktuell, ja, mit dem Jubel-Deck quasi noch eine neue Version bekommen. Komm, Obelisk, der starrt uns so an. Obelisk, der Reiniger, der Disco-Pumper, der kommt natürlich auch mit rein. Ich würde sagen, verrückter Hund der Finsternis. Ja, wenn ich mich jetzt da entscheiden muss, dann wahrscheinlich sogar eher Sündenbock und dann der Wirbelkavallerist. So, dann machen wir weiter. Okay. Genverzerrter Kriegswolf, Chaos-Totenbeschwörer, Wurm Barses, Gagaga-Magier, Psi-Blocker, Riesenmaul, Raigeki. Hey, komm, also das muss eigentlich Raigeki sein. Der zweite. So, ich habe jetzt langsam verstanden, wie dieses System hier funktioniert. Ich würde sagen, wir nehmen hier, wir brauchen noch mehr Xyz-Monster. Nehmen wir mal Edelsteinritter Perle, den haben wir noch nicht. Jinso, Kreaturentausch. Okay, Schneemannfresser ist ein gutes Monster. Den nehmen wir.
Gagaga Magier, Genverzerrter Kriegswolf, 2000 ATK. Da würde ich, glaube ich, den Kriegswolf nehmen. Der ist echt nicht schlecht. Axt der Verzweiflung, Kampfgeist, infizierte Post. Ja, oder doch die Walküre. Ich meine, ich habe erstmal eigentlich genug Stufe 4 Monster, oder? Nehmen wir mal Axt der Verzweiflung. Kreaturentausch klingt auf jeden Fall sehr gut. Schrei der Untoten muss natürlich mit rein. Nummer 39 Utopia oder auf Zen-Meister. Um ein offenes Monster zu wählen, das du kontrollierst, ändere es in die verdeckte Verteidigungsposition. Da ist schon Utopia deutlich besser. Jinzo kann man reinpacken. Aber mehr Tributmonster auch nicht, sonst wird es sehr, sehr bricky. Verbotener Kelch ist eigentlich eine sehr, sehr variabel einsetzbare Karte, einfach weil du kannst halt einem Monster einen ATK-Push geben, du kannst aber auch ein gegnerisches Monster irgendwie da einen Effekt annullieren. Also ich würde tatsächlich sagen, verbotener Kelch. Protops, für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert, 100 ATK. Du kannst dann auf das Aufziehmonster wählen, das du kontrollierst, erhöhe bis zur Endphase seine Stufe um 1 und seine ATK um 600. Dann hat der 1,8. Muka. Nochmal Drillroid. Ich glaube, da nehme ich die finstere Valkyrie. Chiron der Magier. Der kann Spells und Traps zerstören. Das klingt gut. Zwillingslaufdrache, tollkühne Gier, Schadenstor. Damit kann ich nochmal was vom Friedhof zurückholen. Oder tollkühne Gier. Sehr risky die Karte, wenn du nur eine hast. Ich glaube, da nehme ich tatsächlich Schadenstor. Und dann, ja gut, wenn ich die Wahl habe zwischen Protops und nochmal Drillroid, dann Akiza, let's go! Tor zu einer anderen Dimension, die muss ich dann nehmen. So. Okay, hier gibt's krasse Sachen. Boah, ich würde am liebsten Cyberdrache, Raisa und Kaius alle nehmen. Exarion auch gut. Schneemannfresser, Zephyros, Pinguinsoldat, Kreber. Boah. Die würde ich alle reinpacken. Ich würde alles reinpacken. Aber natürlich muss es der Cyberdrache sein. Freunde, ich weiß, es macht nicht viel Sinn. Es macht nicht viel Sinn. Und wir werden uns zu Tode bricken mit Tributmonstern. Aber... also ich bin mittlerweile so attached zu dieser Karte. Ich habe mittlerweile so eine Riesenbindung zu der Karte. Ich weiß nicht wieso, aber der muss auf jeden Fall rein. Der legendäre antike Antriebsgolem. Okay, Seelentausch safe, wenn wir Tributmonster haben. Kaius. Kreaturentausch, Green Kappa. Eigentlich ganz gut, ne? Um Zauber und Fallen zu zerstören. Zwillingsschwertplünderer ist aber auch ein ganz gutes Monster. Okay. Schimmerdrache, Soldat der Erzunterwelt. Schwierig. Der kann Token beschwören. Token kann aber auch nicht. Na, das ist schlecht. Du kannst diese Karte von der Nachricht um einen offenen Monster und erhöhe die Stufe des Queens bis einfach so um 1. Ich würde, glaube ich, tatsächlich sogar Green Kappa wählen. Weil damit kann ich eventuell verdeckte Karten zerstören. Injektionsfee Lilly! Die muss rein, 100%. Die gewinnt Spieler allein. Nochmal Schneemannfresser. Buster Blader, Zwillingsschwert, Plünderer, Schimmerdrache. Da nehme ich. Ja, wir haben sehr viele Monster schon. Interdimensionaler Materietransporter, vielleicht um ein Monster zu schützen, was ich dann im nächsten Zug als Tribut anbieten kann. Ja, vielleicht. Pinguinsoldat klingt gut, aber Leviathandrache auch. Wir haben schon einige Stufe 3 Monster. Nummer 17 Leviathandrache, der ist es. Finsterfesseln kann auf jeden Fall ein gegnerisches Monster outen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Weil wir kriegen hier sehr viele Monster noch vorgeschlagen und unser Deck ist gleich voll mit Monstern. Nehme ich einen Beatstick oder nehme ich den, der eventuell zweimal angreifen kann? Habe ich sehr viele Ausrüstungskarten? Eigentlich nicht. Dann nehme ich, glaube ich, einfach einen simplen Beatstick. Schimmerdrache. Wanghu. Floodgate, sehr interessant. 2100 Def ist aber auch gut. Raisa, boah, das gefällt mir gar nicht. Ich muss hier, also das sind, also jetzt die letzten Draft-Picks, das sind sehr viele Monster. Das gefällt mir wirklich gar nicht.
Also das ist wirklich, also wir haben keine Fallenkarten, ne? Also keine Fallenkarten, die irgendwas interrupten. Zauber, sehr viele Monsterkarten. Kann ich noch was rauspacken oder muss ich das so behalten? Ich kann was ins Side-Deck theoretisch packen. Also eine Karte kann ich theoretisch rausnehmen. Dann würde ich, glaube ich... Ach, schwierig eigentlich, ne? Was würde ich rausnehmen? Vielleicht ein Tributmonster. Wie viele haben wir? Jisno, Obelisk, Raisa, Kaius und den antiken Antriebsgolem. Das sind schon sehr viele Tributmonster. Boah, aber was soll man da rausnehmen? Das ist ja schwierig. Wisst ihr was? Wir lassen es jetzt einfach so. Machen wir uns da nicht so einen Kopf drüber. Ja, am Ende sehr viele Monster leider noch bekommen. Wie gesagt, war mein erster Draft jetzt in diesem Spiel, deswegen ich war auch ein bisschen überfordert mit dem Modus. Aber ich freue mich trotzdem auf das Duell. Ich würde sagen, let's go. Rein in die Masse, mal sehen, wer von uns beiden besser gedraftet hat. Ich hoffe, die ersten paar Runden, wo du keine Ahnung hast, hast du jetzt Scheiße in der Deck getan. Ich bin auch mega gespannt, was jetzt passiert. Also. Meine Güte, ah, okay, der gute alte Stein. Ja. Ja. Nein, Scheiße, hab ich geschaut. Jetzt ganz kurze Frage. Wenn ich anfange, habe ich nur 5 Karten, ne? Ich glaube ja. Ja, müsstest du. Okay, ja, dann. Dir Second zu gehen ist besser. Ja, dann fang du mal an. Ja. Also ich müsste es zumindest sein. Falls nicht, dann habe ich dich natürlich angelogen, weil ich will gewinnen. Dann ist auch nicht schlimm. Drawface. Nein, scheiße, ich hier keine Karte! Okay. Ja, gut. Dann bin ich mal gespannt. Das ist natürlich eine super Hand. Was soll ich denn jetzt damit spielen? Ich mach's mal relativ simpel und ich mach den guten alten Set Pass. Wie in den guten alten Zeiten. Oh, okay. Ich hab vergessen gerade, wie. Auf B? Auf B? Ja, auf B kann ich das ändern. Ja, ich hab so selten dieses Spiel gespielt. Auf B kannst du die Phase wechseln. Ja, ich hab's oft genug gespielt. Ja, ich weiß. Ja, ich sehe die Qualen, die du durchleiden musst immer. Ich würde es dir einfach mal gleich tun. So, dann darfst du auch mal eine Karte ziehen. Das war mein Plan. Das war ein riesiger Fehler von dir. Jetzt kommt nämlich meine Flip-Beschwörung vom heimlichen Vogel. Oh nein, ich krieg 1000 Schaden. Oh ja. Und weißt du, was noch besser ist? Jetzt kann ich noch auf den Deck legen. Ja, das Problem ist, diese scheiß Karte funktioniert nicht, wenn du sie angreifst. Ich weiß, nur wenn der Flip beschworen wird. Das ist so stupid. Yes. Egal, ich hab den genverzerrten Kriegswolf! Attacke! Okay, das 2000er Beatstick! Was willst du tun? Riesenschild Gartner? Hoffentlich nicht. Das ist nicht schlecht, aber der geht mit runter. Okay. Ja, okay, scheiße. Der Schneemannfresser. Der bessere, menschenfressende Käfer. Ja, der ist schon nicht schlecht. Okay, alles klar. Aber, ich sag ganz ehrlich, 1000 Punkte Schaden, das ist in Ordnung, du hast keine Karte auf dem Feld. Ist okay. Kriegen wir hin. Ja, ich muss sagen, der Vogel nervt mich jetzt schon. Oh ja, das hab ich mir gedacht. Der wird ein Problem werden, aber ich spiele nochmal Monster verdeckt und du bist... Haha, was ein Fehler. Er hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Hab ich auch nicht. Ja, ich würde ganz gerne auch was anderes ziehen als nur Monster, muss ich zugeben, das wäre ganz geil. Ich meine, ja, ich habe übermäßig Monster in meinem Deck gehabt, aber trotzdem. Ja. Jetzt kommt einmal Chiron der Magier. Oh, okay. Und dann... Jetzt hoffe ich wieder, dass da nicht irgendwie Riesenschild Garten ist. Ey, wenn der schon wieder dieser scheiß Schneemann ist, der 1-9 hat. Der denn? Der zerstört 2 gesetzte Zauber und Fallen auf dem Feld. Warum? Ich glaube, du musst genau 2 haben, weil er nicht bis zu steht. Kann das sein? Ja. Ey, ach komm. Green Kappa! Ich habe mein Vertrauen in dich gesetzt. Das war eine schlechte Entscheidung. Das war eine sehr schlechte Entscheidung, ja. Was machst du jetzt, Chess Princeton? Du bist nur mein Schatten. Es war aber auch eine sehr schlechte Entscheidung, 2 Monster zu spielen, denn ich habe den mächtigen Raigeki. Nein! Junge, nein, mein Vogel. Ja, jetzt bin ich endlich los. Und einen 1900er Beatstick habe ich auch. Nein, scheiße. 1-2, ein normaler Hund, der gerne im Park spielte, bevor die Mächte der Finsternis ihn verdarben. Und er greift dich jetzt an. Ich liebe die Texte von normalen Karten. Ich auch. Zusätzlich normale Karten. Ja. Ich meine, klar, Effektkarten sind besser und wenn du eine normale Karte heutzutage großartig drucken würdest, würde es nicht so viel bringen. Aber irgendwie, ich liebe es, wie die Scheiße durchzulesen. Da ist so lustiges Zeug mit dabei. Ja, das ist echt witzig. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen so weiter, wie du gerade gespielt hast. Okay. Ich kann nicht besonders viel tun.
Ja, was liegt da jetzt, ist die Frage. Das könnte einiges sein. Es könnte auch ein Schneemannfresser sein. Ja, das könnte sein. Ich würde mal sagen, ich rufe meinen Goblinberg. Jetzt kommt eine Xyz-Beschwörung. Erstmal kommt sein Effekt, ich darf noch ein zweites Stufe 4 Monster von der Hand beschwören. Nein. Und das ist mein Zwillingsschwertplünderer. Okay. Und dann switcht er sich in Death, was natürlich sehr von Vorteil ist, denn den bekommst du jetzt mit 0. Nein! Was Verdammt. hast du da? Es ist tatsächlich Schneemannfresser! Okay. Scheiße! Okay, ja dann. Och nee! Wie gut, dass mein Zwillingsschwertplünderer etwas Sinnvolles macht, wenn ein Monster im Verteidigungsmodus angreift. Ja, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt keinen Bock drauf. Ah, okay, ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, echt keinen Bock drauf. Was? Achso, lieber Stopp, das war ja der Schaden, den wir beide haben. Ich krieg ja durch den Kampfschaden. Okay, Ich alles war klar. auch erst kurz verwirrt, ja. Ich dachte gerade, es ging nicht durch. Ich Ja. dachte gerade, hä, sind wir jetzt plötzlich bei diesem Gebrüll, den du aktivieren musst, bevor der Gegner angreift, weil der hat ja schon deklariert. Ja, nee, nee, nee. Ring der Okay, Zerstörung, okay. du kriegst zuerst den Schaden, seit dem Erratum deshalb. Alright. Oh mein Gott. Klingt nicht gut. Nee, ist echt nicht so gut. Muss ich zugeben. Hey, Junge, warum kann ich mir den Schneemannfresser nicht durchlesen? Ich weiß doch, welche Karte da liegt. Ich halte deinen Friedhof. Ja, ich kann Falls sie ich auch. aufgedeckt, wie will ein offenes Monster auf dem Spielfeld zerstören, das gewählte Ziel. Alles klar. Ja. Es muss eine offene Karte sein. Ja. Dann weiß ich Bescheid. Deshalb ist er doch nicht immer besser als Menschenfresserkäfer, weil Ja. Menschenfresserkäfer kann auch Verdeckte zerstören. Das Aber ist korrekt. Aber es ist tendenziell so mit dumm. 1,9 Es ist ist doch so besser. wie, ist doch Public Knowledge, was da liegt. Warum kann ich mir das nicht durchlesen? Ich weiß es nicht. Das ist in Master Duel tausendmal besser gelöst. Ja, da hast du zumindest die Möglichkeit, einfach so den Game Stand generell, was gerade war, nochmal durchzulesen, oder nicht? So Ja, quasi, was genau. letzte Runde alles gespielt wurde und so weiter. Ja, da kannst du alles Aha! nachschauen. Ah, Night Assailant, okay. Ja, was zerstörst du? Das ist jetzt interessant. Okay. Du hast Angst vor dem Beatstick. Okay. Das ist interessant zu wissen. Dann spiele ich meine Karte verdeckt und du bist Ja, weil ich komme mit dem Beatstick nicht drüber. dran. Ich habe gerade nichts, um über den drüber zu kommen. Junge, das ist ja einfach scheiße, die Kartenhand, ey. Ich meine, ich wollte es nicht tun, aber da muss ich es wohl doch einsetzen. Hallo. Wirbelkavallerist. Ja. Den wollte ich Okay. an sich gar nicht haben, aber ich musste ihn quasi nehmen. Ja. Okay, gib mir bitte zwei bessere Karten, please. Das ist in Ordnung, I guess. Ich werde halt. Ja, ich habe null Attack, deswegen. Was soll ich tun? Ja, Ich kann könnte ich angreifen, verstehen. aber wenn du dann ein Monster ziehst und keine Ahnung, da habe ich zu viel Schaden. Weil 1,9 will ich echt nicht fressen. Warum hat der null Attack? Warum hat der null Attack? Ich weiß es nicht, als wenn der sonst zu broken Es ist halt so dumm. wäre. Ja, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube. Nee, weißt du was? Du bist einfach dran. Okay. Okay. Ja, ich mach's dir mal gleich. Okay. Ich würde gern was Besseres ziehen. Okay, es war nett, aber ich glaube, das Duell ist vorbei. Echt jetzt? Scheiße. Ich rufe finstere Walküre. Okay, was macht die jetzt? Die macht erstmal nichts. Aber jetzt kann ich meinen Schneemannfresser, beziehungsweise dein, aufdecken. Ja. Und dein Wirbelkavallerist zerstören. Okay. Dann darfst du eine Karte ziehen. Ja. Ich hoffe, du hast keinen Kampfausblender oder so, sonst ist es jetzt wirklich awkward. Okay. Ich aktiviere meinen Schrei der Untoten. Ja. Und ich hole mir meinen eigenen Schneemannfresser zurück. Okay. Beide 0. Natürlich nicht so stark, Aber aber. Leviathan-Drache könnte jetzt kommen. Ja, ganz genau. Aber habe ich dann verloren? Also, erstmal hat er natürlich einen sinnvollen Effekt. Hier, das Überlagerungsnetzwerk wird gebildet. Ja, aber dann habe ich da noch 200 Lebenspunkte, oder habe ich das jetzt falsch gerechnet? Oh, der hatte sogar eine Animation. Das ist geil. Und weißt du, wer es nicht hat? Richtig, der Flammenflügelmann. Das ist so dumm, lass uns nicht drüber reden.
Ich aktiviere seinen Effekt. Ich hänge, warte mal, mein Schneemannfresser ab. Ja. 2,5. Und ich habe natürlich noch die nette Axt der Verzweiflung. Verstehe ich das richtig? Du hast den Effekt nur aus Flex aktiviert, weil es echt unnötig war? Eigentlich schon. Bruder, was soll denn das jetzt? Ja, zur Sicherheit. Ja, dann hätte ich doch das machen sollen, was ich vorhatte. Wieso kann er nicht angreifen? Ja, weil ich einen Effekt habe, du Idiot. Was? Tragödie! Was war denn? Wie viele Karten hat er? Warte kurz, ich habe dann 4 Karten in der Hand, ne? Das heißt, er hat dann 2,4. Ja, 2,4. Ja, dann lohnt sich nicht, im Angriff zu rufen. Oh, zum Glück habe ich mit dem schwächsten Monster zuerst angegriffen. Oh, ja, schade. Ja. Ich bin noch geprägt von Gods. Ja, deswegen immer mit dem Schwächsten zuerst angreifen. Ja, aber guck mal, wie schaut's jetzt aus? Hast du doch nicht gewonnen, hä? Ja, ich muss sagen, es ist nicht Kampf aus Blender, aber es kommt dem sehr nah. Ja, das ist wahr. Ich sag gerade, ich hab den so gesehen, ich so, boah, das könnte ganz gut kommen, wenn ich gerade echt keine Karte auf dem Feld hab. Ja. So, ich würde sagen, ich mach's einfach mal jetzt sehr, sehr geil. Und zwar? Hallo. Nein. Ach komm. Nein. Das ist meine Karte. Das machst du doch jetzt nicht. Oh doch. Ich muss mal ganz was angucken und zwar. Okay. Nee, warte, ich kann den Effekt noch aktivieren, ne? Stimmt. Einmal Effekt aktivieren! Das ist so smart, weil. Nein, das kannst du mir nicht erzählen! Was? Die Software wurde beendet, da ein Fehler aufgetreten ist. Nein! Was? Ich hasse Legacy of the Duelist. Dieses Spiel. Ey, das ist ein Fluch. Das kann nicht sein. Tja, Freunde, das war natürlich maximal unglücklich. Bei Liam ist die Switch abgestürzt. Wir kennen das ja von Legacy of the Duelist. Wir werten das Ganze einfach mal als unentschieden und schauen, wie das nächste Duell so läuft. Stille Psy-Hexe. Kenne ich nicht, die Karte. Ja, es werden ja mal Karten beim Ladebildschirm vorgeschlagen. Doppelschere also. Ja. Kann es eigentlich sein, dass wir jedes Mal am Anfang erstmal das Gleiche hatten? Ich glaube schon, ja. Jetzt kannst du mir nicht erzählen. Okay. Ey, Alter! So. Wer bist denn du? Okay. Nein, das Alter. Ist... Junge, das sehe ich nicht ein. Okay. Okay, okay. Ja, ich war so kurz davor, Stein zu nehmen. Ich habe mir gedacht, nee, ich lasse es jetzt. Ich bleibe jetzt aber auf dem gleichen, bis einer von uns gewonnen hat. Ja. Das war mir echt zu blöd. Das ging echt lange jetzt. So, dann... Alright. Fangen Sie mal an. Ja, ja. Danke, Herr Phoenix. Oder Princeton, oder wie auch immer ich dich nennen soll. Wie auch immer. Irgendwas ja. Wird schon richtig sein. Richtig. Der Mann mit fast so vielen Namen, wie ich Kanäle hab. Das stimmt. Was machst du hier eigentlich? Mhm. Ist echt schlecht. Hm. Okay, machen wir's so. Verdeckt. Okay. Ja. Dann... T-Set Pass, was willst du tun? Ich kann dir sagen, was ich tue. Ich beschwöre Akisas Haarschmuck, nämlich Drillroid. Kannst du mir nicht erzählen. Warum kein 3 Geki für einen Monster, hä? Ich bin doch nicht... ich bin doch nicht Joey Wheeler. Hallo, das war nicht Joey Wheeler, das war Marek. Ja. Kannst du es fassen, dass es der einzige Moment war im gesamten Yu-Gi-Oh! Anime, dass 3 Geki jemals eingesetzt wurde? Ja. Also auch im Manga. Ja, das war der einzige Moment jemals, dass 3 Geki eingesetzt wurde. Ich kam darauf nicht klar. Ja, vielleicht dachte man im Nachhinein so, ja, vielleicht ist die Karte echt ein bisschen zu stark. Vielleicht. Ich meine, in Battle City war die Karte ja eigentlich verboten. Ja. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ich bin nur trotzdem sehr überrascht darüber halt. Ich meine, es ist 3 Geki. Die Karte kam nur einmal vor. Das ist schon echt krass. Okay, du kannst es aktivieren. Ja. Ja. Was tun sie? Oder, nee, Quatsch, ne? Bei mir geht's nicht weiter. Achso. Ich dachte, du kannst es aktivieren einfach nur. Oder. Warum auch das Spiel eigentlich so ewig lange? Einfach nur, um die, naja, Kampfphase zu wechseln. Keine Ahnung. Was ist das für ein Game? So, ja. Dann aktiviere ich meine Falle. Den interdimensionalen Materietransporter. Okay. Der wird verbannt bis zum Ende des Zuges. Das ist korrekt, aber ich kann weiter angreifen. Das stimmt. Und dann... Nicht so wie im Anime. Ja. Eine Karte auf dem Friedhof. Oh, das wäre ein guter Top-Deck gewesen. Das wäre echt ein richtig guter Top-Deck gewesen, ehrlich gesagt. Schade. Das hätte ich ja gar nicht mal so gefeiert. Okay. Okay. So, ne?
Komm, zeig's mir. Jo. Ich glaube, das heißt, du kannst tributieren, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht. Exakt. Ach nee, was kommt denn jetzt? Ein Opfer? Jinzo, I guess? Nope, aber auch 2400 ATK. Ich opfere Drillroid für Raisa, den Sturmmonarch. Okay. Und die Karte da geht aufs Deck. Welche Karte ist so ausgewählt? Die hier. Die Karte geht aufs Deck. Weißt du was? Nö. Teuflische Kette. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, krass. Ich meine, du hättest ja trotzdem drüber angreifen können. Das kannst du zumindest nicht. Ja. Na gut, dann bist du. Ich muss aber zugeben, ich kann auch gerade nicht so viel machen. Okay. Ich meine, ich glaube, ich lasse den mal im Angriff. Weil dann ist es trotzdem schwieriger, drüber zu rennen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass du nicht plötzlich mit schwerer Sturm ankommst. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Pack da gab, keine Ahnung. Ich meine schon, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir generell super unsicher, was da alles für Karten drin gibt. Weil ich habe da teilweise Karten drin gesehen, die ich nie im Leben erwartet. Ich habe das Set so oft als Kind geöffnet, ich kann mich aber nicht mehr an alle erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass Tourguide hier drin war. Das war die Chase-Karte damals. Das ist richtig, ja, die kann ich mir auch noch erinnern. Ja. Alter, ich bin wirklich im Begriff, etwas sehr, sehr Dummes zu tun. Okay, ich bin gespannt. Aber es macht eigentlich Sinn, aber nee, das kann ich doch jetzt nicht bringen. Nee, ich beschwöre erstmal meinen Affenkämpfer. Okay, der hat mehr Attack als meiner. Ja, aber du hast da eh irgendwas verdeckt. Tja, in diesem Falle noch nicht. Okay, krass. Dann kriegt der 300 ATK drauf. Und du bist. Okay. Das finde ich absolut fun-fucking-tastisch. Ach komm. Danke dir. Ach komm. Ich liebe Monarchs. Und weil ich Monarchs so sehr liebe, rufe ich meinen eigenen. Natürlich. Und welchen? Den hier. Leider Effekt, leider harter Whiff. Ja, leider. Aber das ist in Ordnung. Okay. Das ist in Ordnung, wenn ich dafür über deine Karte rennen kann. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ach, ich liebe Top-Decks in alten Yu-Gi-Oh!-Spielen. Es ist so cool. Denkst du dir so, wer braucht Taktik, wenn ich einfach die Kraft des Herzens habe? Mein Herz der Karten. Ja, ist echt so. Wer braucht schon Taktik, wenn man einfach die beste Karte ziehen kann? Richtig. Ich liebe Top-Decks. Du weißt doch, wie das läuft. Der bessere Spieler Top-Deckt. Ganz klar. Ja, mir bleibt da nicht viel übrig, als ein Monster verdeckt zu spielen und du bist. Die Sache ist halt die, ich hab echt Schiss davor, dass schon wieder dieser dumme Schneemann ist, ne? Kann ich verstehen. Muss ich trotzdem machen. Zack, Monarch. Und ist es der Schneemann? Nein, ist es nicht. Okay. Android. Hätte ich sogar mit dem Hund angreifen können, aber ich sag es okay. Ja. 1-9 Schaden nimmt man trotzdem mit. Ja. Ja, macht in dem Fall dann sogar mehr Sinn, mit dem Monarchen anzugreifen, weil sonst hätte ich den ja zerstört und dann. Also, falls es der Schneemann gewesen wäre, ja. Ich meine, gut, okay, hätte ja auch nicht nur der Schneemann sein können. Ich habe ja zum Beispiel auch hier die Mumie, die ja auch Jubel benutzt hat. Genau, ja, Grabwinder. Genau, weil ich meine, die habe ich ja auch, das heißt, du kannst sie auch haben. Ja. Aber was ich tatsächlich auch habe, ist mein wunderschöner Raigeki. Raigeki, nein! Guck mal hier. Nein! Was sagst du jetzt? Ich fühle dich das an. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Das hab ich gehofft. Oh, okay. Und deswegen wollte ich nicht, dass die Karte wegkommt. Ja. Das ist jetzt eine sehr schwierige Situation. Du bist. Alright. Ich finde es sehr schön, diese Karte ins Deck getan zu haben. Kann ich verstehen. So, jetzt zeig mir, was du hast. Oder sag mir, ob du verloren hast. Was haben was wir geht? Den guten Jinzo. Ey, nein!
Das ist das zweite Mal, dass er die Karte annulliert, die ich jetzt hier habe. Jawohl! Ich möchte erwähnen, ich habe den zweimal in meinem Deck. Oh Mann, ja. Deswegen habe ich bei mir nicht den antiken Antriebsgolem reingenommen. Ich so, ich könnte den reintun. Oder zweimal Jinzo. Ja, ich habe beide drin. Ich konnte nicht anders. Ich musste den antiken Antriebsgolem reinpacken. Ja, Freunde, das wäre es dann aber auch für heute. Ich hoffe, euch haben die Duelle gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega cool. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei dem guten Liam vorbeizuschauen, wenn ihr sehen wollt, wie das ganze Ding am Ende ausgeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und wir sagen uns dann beim nächsten Mal.